Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir gerne einen Impuls in den Tag hineingeben. Und zwar hat mich eine Klientin darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich oftmals hilflos fühlt, wenn zum Beispiel auf der Autobahn jemand eine Panne hat oder sogar, dass sie an Unfälle vorbeifährt oder Schwierigkeiten, die Menschen haben, die ihr begegnen, Schmerzen haben, Unglück erleben. Und was ihr passiert ist, ist, dass sie immer auf die Ebene ein wenig in Mitleid gegangen ist mit diesen Menschen, und das hat sie nachher ganz tief in sich betroffen gemacht und auch hilflos. Und heute möchte ich dir einen wertvollen Impuls an die Hand geben. Willkommen zu Heilwege ins Lebensglück. Und dieser Impuls, da steckt auch eine Kraftgeschichte dahinter, eine wahre Geschichte, die, glaube ich, sehr gut aufzeigt, was für einen Impuls ich dir gerne an die Hand geben möchte. Wenn du unterwegs bist und alles, was du siehst, nicht darauf reagierst, sondern innehältst, achtsam wirst, in dir still wirst einen Moment, das ist eine Achtsamkeitsübung, dann kannst du, wenn du möchtest, das Beste wünschen. Man kann dem auch segnen sagen, dass du in Situationen, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre und dann sehe ich, dass irgendwo ein Unfall war oder sogar ein Unfallwagen an mir vorbeifährt, dann segne ich immer alle, die darin sind, alle, die in diesem Ereignis mit beteiligt sind. Also dieses Segnen, das ist eine Herzenskraft in uns, die wir Menschen haben. Und da du eben als Mensch einen freien Willen hast, kannst du den nutzen, dass du das Beste, dass du sozusagen in deiner Kraftebene bleibst und dem anderen oder dieser Situation einfach das Beste wünschst. Möge das Beste geschehen für diesen Menschen oder diese Menschengruppe, dass einfach Lösungen entstehen, weil wir sind tief angebunden. Jeder Mensch, auch ein Mensch, der einen Unfall hat, ist angebunden an seine höhere Kraft. Und eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte, was dieses Segnen oder das Beste wünschen wirklich bewirken kann, ist, dass tatsächlich ein Unfall passiert ist und die Insassin ums Leben gekommen ist und sozusagen in ihrem geistigen Körper aus dem Körper ausgetreten ist. Also es geht um ein Nahtoderlebnis. Und in diesem Austreten hat diese Frau wahrgenommen, dass zwei Autos hinter ihr eine andere Frau für sie gebetet hat. Möge das Beste geschehen, ob das ein Gebet oder ein Segen ist. Es ist einfach aus dem Herzen, ein Herzenswunsch, der das Beste wünscht. Und da sie ja außerkörperlich war, diese Frau, die den Unfall hatte, konnte sie auch alles wahrnehmen und hat eben diese Frau wahrgenommen. Und was sie sich merken konnte, war eben das Nummernschild von diesem Auto, zwei Auto hinten dran, wo diese Frau eben diesen Segen ausgesprochen hat, ganz in der Stille. Und als die Frau, die umgekommen ist, nachher wieder, weil sie ja ein Nahtoderlebnis war, wieder reanimiert werden konnte, konnte sie sich wirklich noch an dieses Nummernschild erinnern und hat dann diese Frau ausfindig gemacht und hat sie dann eben angerufen und gefragt, ob diese Frau ihr ein Gebet geschickt hätte. Und das war wirklich so. Also in dieser Kraftgeschichte möchte ich dir einfach ans Herz legen, dass du unendlich kraftvoll bist, wenn du nicht auf diese Ebene von einem Schicksalsschlag von irgendjemandem runtergehst oder dich runterziehen lässt oder in die Opferseite hineingehst und selber dann betrübt bist. Das hilft eben gar niemandem, sondern wenn du möchtest, kannst du in deiner Kraft bleiben und segnen. Oder eben das Beste wünschen, wie auch immer. Es ist nur ein Wort, wie auch immer du dem sagen möchtest. Und mit dieser Kraftgeschichte möchte ich heute dir diese Inspiration ins Leben geben, dass du jederzeit, statt dich machtlos fühlen, dass du in dieses Segnen hineingehen kannst. Und das ändert absolut deine Ausstrahlung, dein Leben
Und was auch geschieht, ist, dass ganz viele tolle Lösungen entstehen. Kraftvoll sind diese Gebete enorm. Und deswegen wünsche ich dir in diesem Sinne das Allerliebste und das Allerbeste und auch eben viel Segen in deinem Leben. Bis bald, deine Martina Rainer, Mentorin für Selbstentfaltung.